Würdest du auch gerne deutlich an deinen Heizkosten sparen? Dann schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an, denn hier zeige ich dir, wie das funktioniert. Und zwar bauen wir einen Teelichtofen. Dafür brauchst du im ersten Schritt einen solchen Untersetzer, in den du mittig ein Loch mit einem 10 mm Bohrer bohren musst. Ich verlinke dir auch alle Utensilien, die ich hierfür benutzt habe, unten in der Videobeschreibung. Im nächsten Schritt brauchst du dann eine Gewindestange mit einem 10 mm Durchmesser. Wie lang diese sein muss, hängt davon ab, wie groß deine Töpfe am Ende sind. Ich habe hier für die Töpfe, die ich benutzt habe, eine ungefähr 27 cm lange Stange. Hier geben wir im ersten Schritt dann unten eine Mutter rauf, nur so ein bisschen, und dann noch eine Unterlegscheibe. Dann kommt im nächsten Schritt unser Untersetzer, wo wir hier das Loch gebohrt haben, noch mit drüber. Und wir fixieren das Ganze dann mit einer weiteren Unterlegscheibe und noch einer Mutter. Da müssen wir jetzt natürlich ein wenig drehen, aber dann haben wir den Untersetzer schon einmal an der Gewindestange befestigt. Das ist der Schritt Nummer 1. Jetzt noch etwas fester ziehen mit einem 17er Maulschlüssel. Aber aufpassen, dass du es nicht zu fest ziehst, damit am Ende hier nichts bricht. Jetzt nehmen wir dann eine weitere Mutter, die wir hier oben etwas rüberdrehen. Und die genauen Abstände musst du jetzt immer etwas variieren. Das kommt dann, wie gesagt, auch darauf an, was für Tontöpfe du genau benutzt. Ich habe sie jetzt hier ungefähr 7 cm tief gedreht. Das heißt, wir haben noch 7 cm Gewindestange nach oben. Da kommt eine Unterlegscheibe wieder rauf und dann kommt der kleinere Tontopf. Dieser hat bei mir jetzt einen Durchmesser von 15 cm. Jetzt kommt dann oben wieder eine Unterlegscheibe drauf und die nächste Mutter. Denn wir wollen das Ganze jetzt hier eben fixieren, damit es schon mal schön fest ist. Auch hier dann wieder mit dem Maulschlüssel etwas fester ziehen, aber eben nicht zu fest, bevor etwas kaputt geht. Jetzt folgt dann die nächste Mutter, denn wir brauchen ein wenig Abstand zwischen den Töpfen. So ungefähr 2 cm sollten hier ausreichen, vielleicht auch 2,5. Dann folgt eine weitere Unterlegscheibe und dann der größere Tontopf. Ich habe jetzt hier als zweiten Tontopf ein 20 cm Durchmessertopf genommen. Diesen geben wir oben drüber, dann wieder eine Gewindescheibe und dann habe ich hier eine solche Hutmutter genommen. Du kannst aber auch einfach wieder eine normale Mutter nehmen. Mit der Hutmutter finde ich nur, sieht es etwas schöner aus. Jetzt ziehen wir auch hier wieder alles schön fest und dann ist unser Teelichtofen auch schon fertig und gleich zeige ich dir noch, welche Ergebnisse du damit erreichen kannst. Wir haben jetzt zwei verschieden große Tontöpfe genommen, damit in dem Zwischenraum die warme Luft noch etwas zirkulieren kann und so wird das Ganze am Ende eben noch etwas wärmer und kann mehr Hitze abgeben. Jetzt müssen wir dann unten auf den Untersetzer nur unsere Teelichter geben. Ich habe jetzt hier 4 Stück bei der Größe und dann zünden wir diese an und warten etwas ab. Denn dieser Teelichtofen wird jetzt eine wirklich super Wärmequelle werden und das zeige ich dir gleich auch noch. Wir messen nämlich gleich nochmal nach, wie warm dieser wirklich wird und wie viel Wärme er dann eben auch abgibt. Sobald alle Kerzen an sind, können wir schon mal messen und schauen, welchen Wert wir jetzt hier gleich haben. Du findest, wie gesagt, alle Sachen, die ich hier verwendet habe, unten in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt hier ein solches Messgerät und halte das Ganze einmal ran. Und dann können wir hier sehen, wir haben hier ungefähr 20 Grad jetzt am äußeren Tontopf. Jetzt warten wir etwas und nach ungefähr einer halben bis dreiviertel Stunde haben wir dann auch schon ganze 50 bzw. sogar bis zu 52 Grad. Und am unteren Tontopf haben wir sogar noch mehr, denn hier haben wir teilweise schon über 60 Grad. Und so kannst du sehen, gibt dieser Teelichtofen eine wirklich unglaubliche Wärme ab und kann auch tatsächlich als Heizersatzleistung fungieren. Und bei den derzeitigen Energiepreisen ist das Ganze eben deutlich günstiger, als wenn du mit der richtigen Heizung heizt. Probiere es daher doch auch bei dir einmal aus, wenn du etwas Heizkosten sparen möchtest. Noch mehr Geld kannst du übrigens sparen, wenn du Kerzen in den Gefrierschrank stellst. Warum? Zeige ich dir in einem weiteren Video, welches du jetzt hier im Bildschirm verlinkt findest. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.